Ein geheimes Tal, irgendwo im Bundesstaat Oregon. In der letzten Folge haben wir zwei sehr gefährliche Hybriden im Park untergebracht. Und diese haben auch wieder zwei wundervolle Namen von euch bekommen. Vielen Dank für alle Kommentare. Die Mitarbeiter in unserem Park haben allerdings keine Zeit, sich auszuruhen. Denn heute kommt schon der nächste gefährliche Hybride. Und zwar ein aggressiver Pflanzenfresser mit zwei sehr gefährlichen Waffen. Dieser reagiert extrem aggressiv gegen alles, was sich in seinem Territorium bewegt. Und jetzt geht's los mit der dritten Folge von unserem High Security Park. Und wie immer startet die Folge damit, dass wir erstmal den Wald roden an der Fläche, wo ich bauen möchte. Und jetzt führe ich hier den Weg so ein bisschen weiter. Allerdings ist das noch nicht der richtige Weg, sondern das dient eigentlich nur dazu, dass ich im richtigen Winkel bleibe. Weil ich benutze jetzt diesen Weg, um mich halt mit dem Zaun von dem Gehege zu orientieren, damit wir auch schön gerade bleiben. Das soll übrigens hier kein Viereck werden, auch wenn es gerade stark danach aussieht. Aber jetzt schräge ich hier nochmal die Ecken alle ab und jetzt haben wir direkt ein Achteck. Das ist aber noch nicht das ganze Gehege, das wird nämlich noch ein bisschen länglicher. Und auch an der langen Seite habe ich die Ecken abgeschrägt. Und dann war die Grundform von dem Gehege schon fertig. Das Ganze wird jetzt abgesenkt. Und dann habe ich mir hier so einen Basketballplatz geschnappt und den einfach umgedreht, weil dann hatten wir so eine richtig schöne Asphaltfläche. Und die kann man natürlich perfekt benutzen, um einen Boden zu bauen. Ich habe jetzt erstmal mich an dieser Asphaltfläche orientiert und dann den Zaun auf die richtige Höhe abgesenkt, weil ich wollte halt, dass dieser Zaun direkt ein Geländer sozusagen da oben bildet. Und da ein so ein Asphaltstück nicht ausreicht, habe ich jetzt erstmal ganz viele Basketballplätze platziert und umgedreht. Hier habe ich dann wieder die richtige Höhe eingestellt und kopiert und das Ganze bei den anderen Plätzen auch eingefügt. So hatte ich es jetzt ein bisschen leichter beim Platzieren. Und schon nimmt das Ganze auch so ein bisschen Form an. Hier an der Schrägen habe ich das auch nochmal gemacht. Und dann war unsere Fläche soweit auch schon fertig. Jetzt konnte ich den Rest des Geheges auch noch absenken. Und da ich die Mauer von dem Zaun nochmal ein bisschen interessanter gestalten wollte, habe ich mir hier so eine Überdachung rausgesucht und die einfach mal um 90 Grad gedreht. Die habe ich dann vor den Zaun platziert. Sowas ist immer extrem viel Fleißarbeit und es dauert auch sehr, sehr lange. Aber ich finde, es lohnt sich am Ende und das Gute ist, im Video kann ich es natürlich für euch immer rauskürzen. Aber behaltet das auf jeden Fall im Kopf, wenn ihr sowas auch mal bauen wollt. Das dauert alles immer ein bisschen länger. Also ich kann euch da nur empfehlen, guckt euch irgendwie nebenbei ein YouTube-Video an oder auf Netflix irgendwas und dann macht das ganz entspannt einfach nebenbei, dann geht das eigentlich relativ gut von der Hand. Bei dem letzten Stück konnte ich leider nicht das Geländer von dem Zaun benutzen, weil dort ein Höhenunterschied drin war und deswegen habe ich das Ganze mit solchen Betonmauern dann einfach zugemacht, das Stück. Fand ich jetzt aber optisch auch nicht so schlimm.
Und diese kleine Lücke, da wo schräg war, habe ich einfach mit so einer Säule dicht gemacht. Auf die oben entstandene Fläche habe ich eine Lagunenbrutstation platziert. Das ist ja so ein Gebäude, was man eigentlich so an Land gar nicht verwendet. Und ich finde, das hat sich hier halt ganz gut angeboten. Das Gute ist, das Wasser, was man dort in dem Gebäude sieht, das kann ich halt einfach mit diesen umgedrehten Basketballplätzen verschwinden lassen. Das ist hier übrigens jetzt auch schon passiert, das hatte ich gar nicht mit reingeschnitten. Aber es geht jetzt auch schon direkt mit der rechten Seite weiter. Dort kommt nämlich nochmal eine höhere Mauer hin. Und auf diese Mauer kam dann auch noch eine Beobachtungsgalerie. Das müsste eigentlich die aus dem Aviarium sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch hier habe ich mir dann wieder die umgedrehten Basketballplätze geschnappt und diese als Wegfläche zweckentfremdet. Und da man da oben natürlich auch noch irgendwie hinkommen muss, habe ich hier auch noch eine Schräge eingebaut. Ich hätte natürlich wieder gerne eine Treppe gehabt, weil es realistischer wäre, aber das war mir einfach zu viel Arbeit und das wären zu viele Objekte gewesen. Auf die Schräge habe ich dann auch ein Geländer platziert. Und dann die Ränder natürlich auch noch feinsäuberlich abgesteckt mit diesen Betonplatten. Auf der Rückseite habe ich dann auch das Terrain nochmal auf die richtige Höhe angehoben. Und auch die andere Seite dicht gemacht mit Platten. Das Terrain habe ich dann innerhalb des Geheges auch noch so gut abgesenkt, wie es geht. Also so nah wie möglich am Zaun, ohne dass halt der Zaun abgesenkt wird. Und dann habe ich dort auch schon mal Klippenterrain rangepinselt. Ich habe dort dann auch noch mal einen Doppelzaun platziert, weil ihr habt ja gerade schon am Anfang gesehen, wie aggressiv die Stegoceratopse sind. Allerdings habe ich diesen großen hohen Zaun hier, den ich gerade platziere, auch noch ausgetauscht. Hier mache ich das jetzt gerade gegen den kleineren. Und jetzt springen wir ganz random mal eben zu einem anderen Bereich, nämlich so einen kleinen Mitarbeiterbereich. Den habe ich auch soweit eingezäunt, allerdings nur mit so einer Betonmauer. Da habe ich dann auch wieder versucht, so gerade wie möglich zu bauen. Ich habe mich dann immer an den Wegrändern so ein bisschen orientiert. Und dort hinein kommt so ein großes Forschungsgebäude. Das ist halt auch wirklich so ein Gebäude mit einem Konferenzraum und da stehen so Forscher drin und sowas. Also sehr, sehr passend für den High Security Park. Und diese Betonoptik von dem Gebäude passt natürlich auch perfekt. Und dort hinein habe ich dann auch noch zwei Personalzentren platziert. Einfach für die Mitarbeiter solche, ja, Räume, wo sie sich dann mal kurz ausruhen können und was essen können und sowas. Das Ganze habe ich dann auch noch weiter umzäunt, sodass es dann perfekt gepasst hat, weil das waren die beiden Hauptgebäude, die in diesen Bereich halt rein sollten. Und dann habe ich die Wegfläche dort auch noch ausgefüllt. Natürlich gehören in so einen Bereich dann auch ein paar Parkplätze. Die Mitarbeiter müssen ja auch von A nach B kommen. Und deswegen stehen ja auch ein paar Fahrzeuge auf den Parkplätzen. Außerdem noch so ein kleiner Wachturm an die Ecke. Und dann kamen auch noch einige Container und Kisten. Für die Entspannung der Mitarbeiter gab es dann sogar mal einen Springbrunnen und um diesen Springbrunnen herum ein paar Sitzmöglichkeiten. Noch mehr Kisten
Und dann war der Bereich soweit fertig. Jetzt springen wir wieder zum Gehege. Das war mir noch nicht sicher genug. Deswegen habe ich hier an die Klippen, damit da auch ja kein Stegoceratops hochkommt, nochmal so kleine Schräggeländer platziert aus Metall. Das habe ich dann auch einmal die gesamte Klippe entlang gemacht. In die Mitte von diesem Achteck, da kam jetzt so eine Beobachtungskuppel rein. Genau in die Mitte. Die wurde dann natürlich auch verbunden, unterirdisch. Und hier habe ich jetzt nochmal das Tor ausgetauscht, gegen so ein größeres. Das fand ich optisch ein bisschen passender. Das ist halt das Tor, mit dem die Jeeps in das Gehege kommen, weil wir halt diesmal kein Schleusentor einbauen konnten durch die Höhenunterschiede. Das funktioniert natürlich nicht wirklich, also die Jeeps können nicht wirklich da durchfahren, aber einfach damit es ein bisschen realistischer ist. Und hier mache ich jetzt so ein paar Mauern für die Kuppel. Die wird nämlich jetzt hochgelegt und die Mauern kommen da drunter, damit die Kuppel einfach ein bisschen erhöhter ist und man ein bisschen besser geschützt ist. Und an den Ecken habe ich dann auch noch mal so eine Metallstange eingebaut. Ihr seht ja, wie viel Arbeit das ist, ne? Für eine so eine Stange, die muss man halt wirklich vernünftig platzieren. Das dann auf allen Seiten. Aber ich finde, der Aufwand lohnt sich immer. Deswegen habe ich mir ja auch noch mal solche Platten geschnappt und die unter das Geländer platziert, weil das Geländer hat so ein bisschen in der Luft gehangen. Und jetzt wird endlich unsere Fläche mit dem Weg verbunden. Und auf die andere Seite kam dann nochmal ein Beobachtungsturm, kombiniert mit einem, ich glaube, das ist ein Schutzraum. Fand ich aber auch sehr, sehr passend optisch, weil der halt auch in Weiß war und auf der anderen Seite hatten wir auch relativ viel in Weiß gebaut. Hier habe ich dann auch wieder viel Wegfläche eingezeichnet. Aber das hatten wir sowieso in dem Park vor, also viel mit Asphalt zu machen. Passt halt auch immer ganz gut zu dem Motto, das muss man sagen. Und auch hier kamen wieder Parkplätze hin. Bin ja sowieso irgendwie voll der Fan geworden von diesen Fahrbahnmarkierungen. Die sind zwar auch immer relativ viel Arbeit, aber ich finde, der Aufwand lohnt sich optisch. Sind halt so die kleinen Details, die das Ganze so ein bisschen lebendiger machen. Und hier kommt jetzt auch nochmal so ein Bereich, der einfach auch mit so gestrichelten Linien abgegrenzt ist, wo dann Sachen abgestellt werden. Das hatte ich ja, glaube ich, auch in der ersten Folge schon relativ viel verwendet. Und das habe ich hier auch beibehalten. Denn hier reinkommen so ein paar Schiffscontainer. Und passend dazu natürlich wieder ein Kran. Dann kamen ja auch noch ein paar Benzintanks hin. Und dann auch mal so ein größerer Truck. Der hat dann auch noch seinen Parkplatz bekommen. Außerdem kamen ja auch noch so ein Häuschen hin, wieder mit ein paar Kisten und ein paar Dinosaurierkäfigen. Und auch das wurde wieder schön mit Markierung eingezäunt, wollte ich schon sagen. Eingezäunt ist ja nicht markiert. Auf der anderen Seite kam auch nochmal so eine Markierung hin. Und in diesem Bereich wurden dann auch nochmal mehr Käfige platziert. Diesmal ein paar kleinere. Aber das sind jetzt schon so die kleinen Feinarbeiten. Da habe ich mich dann ordentlich ausgetobt. Hier kamen auch noch so ein paar Stromkästen hin. Ich habe das dann halt auch wirklich teilweise immer so ein bisschen random gemacht. Ich habe halt versucht, immer so ein bisschen zu variieren, aber das sollte halt alles nicht so leer aussehen. Deswegen stehen einfach auch irgendwie voll oft irgendwo Kisten und sowas rum. Auf diese Fläche kamen dann auch nochmal große Dinosaurierkäfige.
mit denen wurden halt die Stegoceratopse hierher gebracht. Und dann kamen auch noch zwei Fahrzeuge von Mitarbeitern. Die stehen hier direkt vor dem Gebäude. Denn diese bringen gerade was ganz Besonderes für die Tierchen. Und zwar Nahrung. Diesmal ist es kein Fleisch, sondern Pflanzen. Ist halt ein Pflanzenfresser. Da habe ich mir jetzt halt einfach irgendwelche Blumen und Büsche und sowas geschnappt. Und die habe ich dann auf die Ladefläche gepackt. Dazu noch die passenden Tierpfleger. Und schon wirkt das Ganze auch wesentlich lebendiger, ne? Wenn man dann diese kleinen Details macht, das macht schon viel aus. Deswegen kommen jetzt ja auch immer mehr Menschen dahin. Hier kommt dann auch nochmal Claire. Einfach so als VIP-Gast oder als wichtige Mitarbeiterin. Und die hat hier einfach einen VIP-Gast dabei. Ist halt auch ganz cool, dass sich diese Besucher halt bewegen. Und dann kamen auch noch Käfige in dieses Gebäude. Und passend dazu auch wieder ein paar Tierpfleger. Und in diese obere Beobachtungsgalerie kamen auch noch ein paar Leute. Und dort habe ich dann auch noch mal ein bisschen gestaltet. Und was brauchen wir jetzt noch? Na klar, mehr Menschen, Bauarbeiter an den Kisten und Tierpfleger an den Geländern, die runtergucken ins Gehege. Und jetzt ging es dann endlich an die Gestaltung von dem Gehege. Dort habe ich dann erstmal Wasser eingezeichnet. Und dann kam auch schon einiges an Wald. Die großen Bäume habe ich dann wieder entfernt. Die kann man am besten dann immer manuell einfügen, finde ich. Dann sind die nicht so im Sichtfeld. Aber jetzt habe ich erstmal so ein bisschen die ganzen Terraintexturen miteinander verschmelzen lassen. Alles so ein bisschen wild durcheinander gemixt, damit es möglichst natürlich aussieht. In dem Gehege habe ich mich mal für etwas dunklere Felsen entschieden. Die habe ich dann auch so hauptsächlich am Wasser platziert. Und auch noch wieder ein paar vertrocknete Baumstämme, die am Boden liegen. Dazu kamen auch noch große Redwood Trees. Diese wurden allerdings schon von den Stegoceratopsen umgeworfen. Genauso wie ein paar vertrocknetere, kleinere Bäume. Und dann habe ich auch noch mal solche Baumstammgalerien in den Boden versenkt und so ein bisschen rausgucken lassen. Das war noch mal eine ganz coole Gehegedeko. Und jetzt kommen auch noch ein paar Büsche, gerade auch so in den Klippen. Und weil die Stegoceratopse so empfindlich sind, was halt Bewegungen im Territorium angeht, habe ich hier jetzt auch noch mal zwei Jeeps mir geschnappt und diese mit einem Sauropoden zerstört. Die waren nämlich auch noch mal Deko für das Gehege. Die habe ich jetzt hier schön an die richtigen Stellen platziert und dann einfach da qualmend in dem Gehege gelassen. Wenn die Stegoceratopse dann irgendwann in dem Gehege sind, werden die auch noch mal öfter irgendwie umherkicken. Also es kann gerne mal sein, dass sie dann irgendwann an einer anderen Stelle liegen.
Hier bei der Klippe habe ich jetzt auch noch mal ein paar Felsen platziert und diese auch so in den Boden versenkt. Einfach damit das ein bisschen natürlicher aussieht und nicht so langweilig. Und jetzt haben wir wieder ganz viele Bäume drumherum gepflanzt. Denn das ist jetzt schon hier der Feinschliff. Wir sind gleich fertig. Hier an der Stelle geht es nächstes Mal weiter bei dem Weg. Aber erstmal kommen jetzt hier noch ein paar Felsen. Und auch noch Büsche. Ich habe übrigens auch überall am Wegesrand auch noch Lampen platziert, damit das Ganze auch cool aussieht bei Nacht. Habe ich jetzt aber nicht mit reingeschnitten gehabt. Und jetzt fehlen natürlich auch noch unsere Hybriden. Die lassen wir jetzt mal gemeinsam frei, beziehungsweise erschaffen die jetzt hier. Da haben wir den Stegoceratops. Ich denke, vom Größenverhältnis kommt das ganz gut hin. Ich glaube, wir könnten 4 Stück hier in das Gehege machen. Das würde passen. Ich werde jetzt auch wieder alle mit dem Leuchtmuster nehmen. Das dürfte das hier sein. Und dann einfach verschiedene Hautfarben, die ich passend finde. Einen so einen roten machen wir. Könnten auch einen grün sogar machen. Ich glaube, das Muster leuchtet auch grün im Dunkeln. Das schauen wir uns auch gleich auf jeden Fall noch an. Einen dunklen. Ja, wir machen jetzt noch den hier. Dann haben wir schön verschiedene Farben. Und schon haben wir alle unsere Bewohner für das Gehege. Aber bei Nacht ist das schon wieder ganz schön krass beleuchtet. Aber hier könnt ihr das dann auch erkennen. So leuchten die dann im Dunkeln. Sieht doch echt cool aus, wenn dann da oben die ganzen Mitarbeiter stehen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ihr könnt natürlich auch wieder tolle Namensvorschläge für die 4 in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück könnt ihr euch dann hier in meinem Park verewigen. Das soll es jetzt aber auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Abonniert gerne den Kanal. Aktiviert die Glocke. Und denkt an die Namensvorschläge in den Kommentaren. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.